Awinke da draußen, mein Name ist Mario und ich zocke mit euch Pflanzen gegen Zombies den Überlebensmodus weiter. Letzte Runde haben wir 10 Flaggen am Tag in schwer überlebt. Heute überleben wir 10 Flaggen in schwer bei Nacht. Also quasi nur mit Pilzen. Oder fast nur mit Pilzen. Wie auch immer, also ich nehme dich und dich. Dafür brauche ich dich nicht. Ich brauche auf jeden Fall meine Notbremse. Oh, wenn hier der Grabfresser schon quasi angezeigt wird, dann sollte ich mir da wohl schon mal Gedanken machen. Habe ich alles? Ich glaube schon. So ungefähr muss das... Nee, dich brauche ich eigentlich gar nicht. Ah, doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Ich hätte den Grabfresser doch mitnehmen sollen. Ich hätte den Grabfresser doch wirklich mitnehmen sollen. Nur abzählen hier, 2 Reihen davon. 1, 2, 3 Nüsse. Also hier die 2 müssen auf jeden Fall dann noch weg. Sonst kriege ich Probleme. So, wo kommt er? Da unten kommt er. Ja, ja, Brains, hier hast du, das ist zwar kein Brains, aber da kannst du dir wenigstens, da hast du einen Freund. Sei doch froh, dass du einen Freund hast. Spiel mit dem... Hier muss ich da einen hinsetzen. Ich hätte den Grabfresser mitnehmen sollen. Naja, nächste Runde. Nächste Runde kann ich auf meine Sonnenpilz verzichten. Dafür kann ich schon den Grabfresser mitnehmen. Ganz einfach. Ja, das ist 1, 2, 3. Und dann hier kommen, also da wo jetzt die, wo jetzt meine Pilzchen stehen, da kommen dann später. Da kommen dann später meine Nüsse hin. Meine Hochwallnüsse. Der stört, ihr zwei stört. Eigentlich stören die alle. Ich muss nicht so runter meinen Grabfresser mitnehmen. Nur falls ich noch nicht gesagt habe. Ich habe schon erwähnt, dass ich nicht so runter meinen Grabfresser mitnehmen muss. Ich glaube schon. Oder? Ja, vielleicht noch einmal. Einmal. Ich glaube mehr nicht. Das ist, ja nicht so, ist ja nicht so, dass ich nerven würde. Ich nerv doch nicht, oder? Nur so ein bisschen. Was? Brains! Der ist ja da umgefallen, mit Geräusch. Womit fange ich an? Ich glaube, ich fange mit euch an. Früher oder später kommen die sowieso und dann ist schon ganz gut, wenn ich den einen oder anderen schon habe. Hier kommen schon die ersten Pylonikusse. Und cool, mein erster Pilz ist auch schon gewachsen. Ja, das ist nicht so schlimm. Die sind ja kostenlos. Das sucht mich nicht. Kostenlos, aber ganz kurze Aufladezeit haben sie auch. Die sind also nicht wirklich... nicht wirklich relevant. Oh, hätte ich den mal lieber da oben wieder. Aber ich kann ja zur Not so machen. Fast hätte ich ihn irgendwo hingepflanzt. Das wäre ja schlimm gewesen. Wo jetzt aber, oder? Ja, ja, werf du nur deinen Kopf weg. Jetzt nähert sich schon eine riesige Welle von Zombies. Mal gucken, diesmal muss ich nach 5... Ich weiß ja jetzt, dass es 10 Flaggen, dass ich 10 Flaggen überleben muss, auch wenn ich die Nachricht vorhin schon wieder nicht gelesen habe. Aber ich muss darauf achten, dass ich nach 5 Folgen, nach 5 Flaggen die Folge beende. Damit das dann wenigstens halbe schön aufgeteilt ist. Ja, ja, du knusperst und knauserst hier schon. Ich setze dir einfach so ein dickes Ding vor die Nase. Ganz einfach. Ich glaube, du kannst dich verarschen oder was? Glaubst du, du kannst mich verarschen, oder was? Ey, kein Pustenpilz. Hier, die knuspern da so einfach. An meiner Nuss. Ganz schön stark sogar, wenn ich ehrlich sein soll. Ich weiß nicht, ob ich den nicht besser da oben hingesetzt hätte.
Schnell! Schnell! Das hier unten ist nicht gut. Das war nicht gut. Nein, nein, nein. Das war nicht gut. So wie das da gewesen ist. Und da kommt auch schon wieder so ein Arsch mit Helm. Ist kein Arsch mit Ohren, das ist der Arsch mit Helm. Das heißt, auch hier muss ich wieder Nuss setzen. Die ist besonders wichtig. Und hier habe ich wenigstens meinen Melona-Pult. Das macht ordentlich Schaden. Müsste das nicht eigentlich auch, habe ich nicht letztens festgestellt, das macht auch Schaden nach oben und nach unten. Also, mach halt mal ordentlich jetzt hier Schaden. Naja, der Helm ist schon weg, der Arm ist schon weg und da fliegt der Kopf. Aber da kommen schon die nächsten. Ist doch problematischer, als ich es gedacht habe. Tag war einfacher. Ganz einwandfrei. Da gibt's mal nichts. Ich könnte hier unten so. Und dann setze ich mir mein nächstes Melona-Pult. Oh, sehr wahrscheinlich schon wohl da oben hin. Wenn ich mal so sehe, da kommt schon wieder nämlich einer mit Helm. Wäre es natürlich ganz passend, wenn da auch entsprechend Artillerie auf ihn wartet. Ne? Wir wollen ja nicht, dass sie sich langweilen. Meine zombieistischen Freunde. Zombifiziert sind sie, die armen Jungs. Mädels hätte ich auch fast gesagt, aber ich habe bisher noch keine gesehen. Also von daher. Ja, es wird Zeit, dass die letzte Welle kommt, dass ich hier endlich mal meinen Grabfresser mitnehmen kann. Und es wird Zeit, dass noch ein paar Sonnen kommen, damit ich unten mal schnell Melona Pult hinsetzen kann. Die letzte Reihe. Was macht der da? Okay, dann so. Da ist er einfach hier so. Naja, war ja eigentlich was zu erwarten, ne? Wenn man das Spiel schon ein oder zweimal gespielt hat, dann weiß man eigentlich, dass die da immer sich da rausbuddeln aus den Gräbern. Dafür sind die Gräber schließlich da. Ja, ich würde sagen, ich ersetze dich mal lieber gleich. Ich weiß, dass da noch mehr Zombies kommen. Ich muss jetzt gucken, meine Dings. So, dich nehme ich und dich und dich. Und Hochwallnüsse und dich und dich und dich und dich. Und den Grabfresser, hatte ich gesagt. Den brauche ich. Der ist diesmal leicht essentiell. So, fangen wir gleich mit dem hier an. Oh, schön. Ja, auch die Tatsache, dass ich nicht mal Sonnen übrig hatte, zeigt doch auch schon einige. Okay, ich muss jetzt erstmal hier unten. So, so. Wir hoffen, dass hier schnell noch. Ich 125. Noch zwei Sonnen. Los, schneller. Los, gut. Jetzt fühle ich mich schon etwas sicherer. Jetzt sind wenigstens alle Reihen schon mal. Schon mal durch Nüsse geschützt. Und in den meisten sind auch schon wenigstens überall meine Cornerpulte. Und jetzt sind überall Cornerpulte und Kakteen. Auch wenn mir hier schon wieder eine Nuss weggefressen wird. Weil es die Zombies so überhaupt gar nicht interessiert, dass da eigentlich Melona-Pulte hinten dran sitzen. Die dicke, fette Melonen schmeißen und so viel Schaden machen. Was war das für ein Geräusch? Als ob ich so einen Zombie in die Nase geputzt hätte. Ich
glaube, ich tausche die Nuss da unten mal lieber gleich aus. Bevor mir die Jungs da durchbrechen. Ich bin irgendwas anderem hier oben gerade beschäftigt. Bin dann kriegst du da unten wieder nicht mit, dass die Nuss weggefressen haben. Und dann stehe ich wieder da und... wieso stehen die auf einmal hier? So, ich kann ja schon mal anfangen hier mit Melona. Ich meine, Winter... Melonenpulte zu setzen und hier mal ein paar von den Schlafe nur. Ach so. Das hat, wer auch immer dafür verantwortlich ist, den hat das wohl nicht interessiert, ob du nur schläfst. Aber wenigstens habe ich den noch schnell wegfressen können. Beziehungsweise wegfressen lassen können. Ja, habe ich schon gehört. Achso, nur bei der letzten Welle kommen die da raus. Okay. Ist ja, habe ich kein Problem mit. Habe ich bis jetzt nicht drauf geachtet. Habe ich morgen eh wieder vergessen. Aber für heute weiß ich es auf jeden Fall. So, gleich nächste Wintergeschichte fertig. Von der Aufladung her. Ich würde ja eigentlich gerne mal die nächsten Gräber wegfressen, aber da ist alles voll mit. Da ist überall alles voll mit Zombies. So, jetzt nicht mehr. Ich fand die Idee mit den zwei Reihen müssen gar nicht so schlecht. Wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Deswegen werde ich das jetzt auch beibehalten. Ganz einfache Lösung. Abfresser kann ich nicht einsetzen, weil da alles voller Zombies ist. Jetzt aber schnell. Schnell und effektiv. Ein kurzer und heftig ausgeführter Präventivschlag. Auch ordentlich mit Klicken beschäftigt. Oh, ich könnte wieder eine Nuss setzen. Und schon ist es passiert. Ich muss mal dran denken, nächste Runde wieder meine Kürbisse mitzunehmen, damit ich den Jungs auch wieder Höschen anziehen kann. Damit sie sich nicht so angenackt fühlen. Ach, ich mache jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass er lang genug überlebt. Warte. Haben wir hier noch einen? Schnell fressen, bevor die letzte Welle kommt und die Jungs da rausgetanzt. Ich glaube, da kommt trotzdem noch einer durch. Keiner mehr durch. Hab ich doch gesagt, von Anfang an schon. Hey! So haben wir nicht gewettet. Einfach neue Gräber rausschießen lassen. Wie die Pilze quasi. Ist ja Nacht, sind ja Pilze. Ach so, oh, drei Flaggen erst, okay. Wollte schon sagen, ich habe wieder vergessen, Pause zu machen, aber so lange ist ja noch gar nicht. So lange ist ja ausnahmsweise mal noch gar nicht. Da kommt noch mehr zum, ja, ich weiß das. Ach, so. Muss jetzt gucken. Ich denke, ich werde auf eine Notbremse verzichten, und zwar auf den da. Grabfresser nehme ich auf jeden Fall mit. Müsse nehme ich auf jeden Fall mit. Den und den, so. Und los geht's. Ja, die letzte Nuss habe ich ja gerade erst gesetzt, deswegen ist die Aufladung noch. Ach, volles Rohr beschäftigt, quasi. Ich habe auch wirklich deutlich weniger, obwohl meine Taktik ja immer die gleiche ist, habe ich deutlich weniger Sonnen eben zur Verfügung, grundsätzlich gesehen. Komm, Nuss. Ja, und dann wieder gleiche Taktik. Wie sonst auch. Hier dann noch ein paar Stachelfallen hingesetzt. Und damit lässt sich dann auch wieder die nächsten 10 Runden, ja nicht die nächsten 10, die nächsten
5 sind sie dann nur noch. Wunderbar überleben. So, gleich die letzte Wintermelone. Bereit zum Setzen. Da haben wir sie schon. Ich wollte schon fast anfangen, mich zu verabschieden, aber die Runde ist ja noch gar nicht vorbei. Das ist ja erst die, kommt ja erst gleich die erste Flagge. Ich habe schon Luft geholt und wollte schon mein Sprüchlein abblasen. Wobei, eins kann ich natürlich auch so sagen: Wenn es euch gefällt, dann abonniert mich. Abonniert den Kanal. Hypnotische Meldungen. Hypnotische Meldungen, abonniert den Kanal. Hey! Ich sag's ja, das Ding ist echt. Das ist sprachgesteuert, dieses Spiel. Ich muss mich öfter beschweren, dann funktioniert das alles deutlich besser. Ja, jetzt kann ich mich aber verabschieden. Das war's für diese Runde. Habt ihr Spaß gemacht? Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann schreibt mir das doch einfach in die Comments oder lasst mir einen schönen Daumen nach oben da. Oh nee, jetzt kommt erstmal die letzte Welle. Och, ich hab schon. Ey, scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Wohin? Die Ärsche habe ich nicht gesehen. So eine Mistkacke. Mann. Das ist schon das zweite Mal, dass ich die übersehen habe. Da ist ja noch so einer. Ja, ist ja noch so einer. Der frisst mir jetzt komplett alles von hinten auf. Der Drecksack. Der frisst mir jetzt alles komplett von hinten auf. Ja, da sind noch mehr. Sag mal, Leute, euch geht's wohl nicht ganz gut. Fuck! Scheißen Dreck. Das muss ich mir nächstes Mal. Da ist schon wieder so einer. Das gibt's doch gar nicht. Und nochmal zwei. Ja, hallo Leute. Also, ich meine, man kann es auch echt übertreiben. Wie soll ich mich denn hier noch anständig jetzt zur Wehr setzen? So viele Möglichkeiten habt ihr gar nicht. Au! Ja, klar, gleich zwei in einer Reihe. Aber sonst geht's euch noch gut, ja? Oh, fuck. Naja, ich habe erzählt, ich müsste. Hier sind auch schon wieder zwei in einer Reihe. Das ist doch nicht okay so. Scheiße. Ich habe überhaupt keine Pilze mehr. Ja, fast. Vier Stück ist so gut wie gar nichts. Scheißen Dreck. Ja, da werden jetzt natürlich noch eine Handvoll kommen, ist ja wohl klar. Wenn da schon die letzte Welle angesagt. Oh. Ach du Kacke. Ja, scheiße, jetzt kann ich nicht mal mehr. Ich muss so machen. Und hier kann ich mir nur eine Reihe jetzt aussuchen. Das Grab noch wegfressen. Kacke. So eine Kacke. Um es mal überdeutlich zu sagen.
Ja, ich hätte nur besser aufpassen müssen, ne? Man kriegt sie nicht umsonst vorher gezeigt. Ja, da kommen noch mehr Zombies. Lass doch erstmal den Arsch hier sein. Der ist doch noch gar nicht fertig da. Oh. Na gut. Ach ja, schön. Gar kein Tours. Ja. Okay. Und Rasenmäher, Mann. Okay, Katapult-Zombie. Kommt aufs Gleiche raus. Der mäht mir auch hinten wieder meine Pilze nieder. Ja, ich würde sagen, falls euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen hoch da. Schreibt es mir in die Comments oder abonniert meinen Kanal, falls euch das Gesamtpaket gefällt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Bis zur nächsten Runde. Winke.